Ich habe mich heute gefreut, denn als mir mein Kind die Post reinbracht hat, neue Prospekte daheim. Und dieses Backerl, habt ihr das schon gekriegt? Das hat ein Gewicht. Genau, was ich noch sagen wollte, schöne Feiertage natürlich. Ich hoffe, ihr habt es alle gut verbracht und habt das Geschenk gekriegt, was ihr euch gewünscht habt. Im besten Fall. Und wir gehen jetzt nämlich gleich mal los. Und ich habe euch ja letztens erzählt in meiner Geschichte, dass der Hofer Gutscheine, und zwar, was hat man gekriegt? 30 Euro? 20 Euro bei 100? Nein, doch. 20 Euro hat man zurückgekriegt für 100 Euro Einkauf. Ich meine, das ist viel. Und jetzt wollte ich gerade noch sagen, Hofer sucht Mitarbeiter im Logistikbereich und im Verkauf. Es war ein wenig ratsch zum Arbeiten dort, aber er zahlt recht gut. Ja, und dieses Kuvert, das Kuvert von der Post zugestellt, ist wirklich fett. Habt ihr schon gesehen, was da alles drin ist? Ich habe eine Idee, warum das so voll ist. Die meisten von uns haben jetzt das Weihnachtsgeld gekriegt. Ich glaube, also rein in die Geldtasche und wieder raus zurück ins Geschäft. Aber das ist der Grund, warum die Wirtschaft funktioniert. Man kann ja selbstbestimmt damit umgehen mit seinem Geld, was man machen möchte oder nicht. Außer man muss Alimente zahlen oder sonst irgendwas. Aber das hat man sich auch selber ausgesucht. Genau. Normalerweise blättert die immer da gleich mal zurück auf die letzte Seite. Ja. Wie macht das hier? Hilft dir nicht, die Seite gehört ja irgendwie umgeblättert. Warum fangen wir von hinten an? Ich glaube, ich bin da eh nicht die Einzige, aber hinten sind so diese Lebensmittel, wissen wir ja eh, irgendwas im Auge. Lebensmittel wissen wir ja, wo wir einkaufen eigentlich, oder? Also es gibt wirklich mal Aktionen, so wie eine Kiste Bier oder so. No. Ja, oh, da haben wir noch gleich. Maximarkt, minus 25% auf einen Lebensmittel- oder Getränkeartikel. Da können wir es quasi aussuchen, auf was wir das draufbieten. Cool. Ach, ich habe da immer noch was im Auge. Moment, Pause. Action! Also, das Ding ist aus meinem Auge raus und keine Ahnung, was auch immer das war. Wimper wahrscheinlich. Genau, den Mackerl habe ich schon da nicht gehabt. Und ich fange hier aber von hinten an. Ich mein, wahrscheinlich macht ihr das auch. Vorne sind die Lebensmittel, die wissen mehr, wo wir einkaufen gehen. Also ich bin jetzt nicht so eine, die sagt, ah, wo gibt es die Wurst billiger und wo gibt es gerade Semmeln billiger. Man fährt eigentlich ja immer in das Geschäft, wo man sagt, da ist sowieso grundsätzlich billig und gut. Und da fahren wir hin. Also vorne ist wieder mal dieses ganze, oh, Klopapier. 6 Packungen, 13,14 Euro. Erinnert mich an die Zeit vor dem ersten Lockdown. 6 Packungen. Ja, das war fast ja eine Wertanlage, das Klopapier. Nein, es war damals nicht witzig. Wir haben wirklich alle nicht gewusst, was auf uns zukommt. Aber ja, Klopapier war halt wichtig. Nudeln und Dosenfutter, oder? Genau, also, ja, gehört dazu. So, oder wie schauen wir denn aus? Ich habe mir gedacht, ich konzentriere mich drauf. Es ist ja für vielen das Weihnachtsgeld gekommen. Und das gehört jetzt ausgegeben. Und es kommt Silvester. Ich weiß nicht, kauft ihr Raketen oder nicht? Oder macht ihr eine Lichtershow? Maximarkt, ja, Sauferei natürlich. Was haben wir da? Domäne Wachau, Grüne Veltliner. 6er Packung. Ich glaube, der Maximarkt stellt sich auf 6er Packungen. 45% billiger, das ist schon, also 45% billiger ist echt viel Geld. Das ist fast die Hälfte, wie wir wissen. Also 50% ist ja die Hälfte, für alle, die jetzt damit rechnen wollen. Und dann kannst du die Hälfte Geld sparen. Du kannst da einen doppelten Rausch dann mit heimzahlen oder der Handy ausoffen. Also von daher, Win-Win-Situation, würde ich sagen. Ja, ich habe dann halt immer gedacht, klasse, da hat jetzt wieder wer so einen Akku, Staub, Saug, Wischer, aber nein, es ist nur der Akkusauger von AEG, hat meine Nachbarin und ich kann euch sagen, die ist voll zufrieden mit, die geht auch dann oft auf die Terrasse und saugt die Laubblätter. Geht auch, also er kann es. So, was haben wir noch? Ich sage euch, das wird heute eine lange Geschichte. Das wird heute eine lange, lange Geschichte, denn es ist unglaublich, was da heute in diesen Prospekte, Stoß, alles drin ist. Ja, und hier haben wir noch Chips. Auch wieder 1 plus 1 gratis. Oh, warte mal, weil ich es kurz hier kann. Dann brauchen wir nicht mehr.
Preisknüller, das sage ich jetzt. Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta Sprite oder Mezzo-Mix statt 89 Cent um 44 Cent. Wer rechnet sich das schnell aus? Da haben wir auch wieder eigentlich 50% Preisnachlass. 12 plus 12 gratis. Das ist nicht mehr, das ist nicht deppert. 12 plus 12 gratis. Und das sind die geschickten, schönen Dosen, die dünnen, flachen. Die dünnen, langen Dosen, die angenehmen. Ich kann nichts dafür, wenn sie so denkt. Genau, und das Bier. Gösser Bier, ich glaube, das trinkt der jeder, gell? Gösser Merzen, 0,5 Liter, eine Kiste, exklusive Einsatz, eh logisch. Die haben meistens alle eine mit, oder? So eine Kiste zum Eintauschen. Ja, okay, also wer ein Bier braucht zu Silvester oder sowieso für ja unter der Woche, statt 21,60 und 12,90 Euro. Wer rechnet sich das schnell aus? Das sind ungefähr, glaube ich, 40% Preisnachlass, bitte sehr. Also für das fahren wir sicher zum Maximarkt. Und ich habe gesehen, hinten, wenn du da Unterwäsche brauchst, kannst du noch kleine mitnehmen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hey, der Pennymarkt. Pennymarkt bin ich ganz früher oft einkaufen gegangen, weil eigentlich gleich in der Nähe war, ich bin nicht weit gegangen. Aber wir haben nur keinen Hofer gehabt, deswegen war es der Pennymarkt. Auch nicht schlecht. Macht eh so ähnlich wie der Hofer. Also jetzt habe ich von vorne angefangen. Na, schauen wir. Schauen wir. Minus 21, minus 33. Na, da sticht mir jetzt nicht so schnell mal was ins Auge. Bier, Buntigammer. Mal ein Buntigammer, geil. Ist jetzt nicht so. Waschmittel? Waschmittel ist auch nicht blöd, weil es aber vergünstigt ist. Und hier tatsächlich minus 22% von Ariel. 22% mehr putzen, waschen, kochen, das sind doch Aussichten, oder? Meine Damen und Herren, auf die freuen wir uns, wenn wir sagen, ja, wir haben jetzt dafür um 22% billiger gewaschen und putzt. Ja, leider bei dem Markt, diesmal ist nicht viel drinnen. Bevor wir zu den Möbeln gehen, da sind schon Kicker, bleiben wir noch ein bisschen bei den Lebensmittelhändlern. Ich tue das jetzt noch aussortieren. Bist du deppert? Mömax, Lutz, Unimarkt, kommt auch noch dazu. Und der Liner. Kinderlein, wisst ihr nur, wie lange es das den Liner schon gibt? Ich glaube, in Linz war das damals einer von den ersten, oder bei mir zumindest in Erinnerung, einer von den ersten Möbelhäusern. Der Leiner. So, das hört nur nicht auf, das nur eins. Und der Möbelix. Also, wir haben, glaube ich, genauso viel Möbelhäuser wie Lebensmittelprospekte. Das schauen wir sich nachher durch. Gehen wir zum Unimarkt. Ich habe ja schon gesagt, der Unimarkt ist für mich immer so heimelig. Nahversorger. Man ist bei du, bei den Leuten und bei den Verkäufern und Verkäuferinnen. Jetzt fange ich wieder von vorne. Wir fahren von hinten an. Ihr wisst sehr wahrscheinlich, wird sie Raclette grün oder wird wahrscheinlich Fondue machen. Genau. Weil jetzt rennen wir eigentlich die Woche alle einkaufen für Silvester noch. Sperrstunde, ich glaube 22 Uhr im Gasthaus. Können wir sich alle denken, was wir noch 22 Uhr dann oder ob wir sowieso gleich daheim bleiben. Moment, das Schwächerte. Habe ich gehört, wenn ich zu blöd sein? Das Bier, ich trinke keins. Ich denke mir wieder, jetzt war da so ein Schaum im... Ja, genau. Also, das sage ich aber, wo sind wir jetzt? Unimarkt. Unser Preisknüller Schwächerte Bier, 24er Tray, minus 37%, ist schon fast 40, ist schon wieder fast die Hälfte. Und zwar statt 95 Cent um 59 Cent. Das sind wirklich fast 40% Preisnachlass. Und wenn wir sagen, wie nur der Rausch war, wenigstens billig. Unimarkt, Schwächerte. Hm? Oh, daneben, Moment, daneben. Stiegel Goldbräu oder helle Kiste? Nein, ich weiß schon, damit ist das Bier gemeint. Aber helle Kiste macht sich super. 6,40 Euro sparen. Ich schreibe jetzt gar nicht hin, wie viel Prozent das sind. Aber ich sage es euch, statt 21,20, bist du, das ist aber auch nicht mehr billiger Rausch, oder? 21,20 durch, wie viele Flaschen? 20 Flaschen, wirklich. Da kostet ein halber Liter dann 74 Cent. Ja. Und du fragst, wie viel das man braucht?
Aber statt 21,20 kostet die Kiste ein Bier vom Stiegl, Stiegl Goldbräu oder hell, 14,80 Euro. Bam. Und ich mag es. Auch nicht schlecht. Cola, Fanta, Sprite, Kellechips, so ist da nachher noch das Naschen natürlich. Oh, schaut mal. Ein Glücksschwendi. Oh. Bitte nimm mich. Ja, das sind lieb, die Sachen. Und da geht es eigentlich schon wieder ums Essen. Ach ja, da. Eine ganze Seite. Ich habe euch ja erzählt, ich bin bei den Payback. Ja, ich weiß, das macht jetzt auch nicht viel mehr Vorteile oder Nachteile, wie wenn ich so Jö-Karte hätte. Aber dieses Payback-Programm interessiert mich deswegen, weil ich wirklich die Punkte in Geld eintauschen kann. Also ich kaufe es und kriege halt dann, ich muss nicht irgendwelche Rabatte hinten nachrechnen und jetzt aufpassen, wo ist was billiger. Ich sammle einfach die ganzen Punkte und löse dann dort ein, wo ich einlösen möchte. Und das geht auch beim Unimarkt. Und wenn du schnell mal 40-fache Punkte kriegst, hast du eigentlich schnell mal Geld benannt. Ich habe einmal über das Payback, da musst du halt den Link nutzen, hast du am Handy die App, und habe Eintrittskarten gekauft für ein Konzert. Pam Pam, habe ich 16 Euro benannt gehabt. Und wenn du beim DM dann einkaufen gehst und ich kaufe diese Soja-Kakaos, die konnte ich dann nicht mehr sagen, die sind gut. Diese Soja, also die Soja-Kakaos, und du kaufst dann eben Soja-Kakaos wie ich beim DM, kannst du die 16 Euro gleich mal einlösen. Nicht schlecht. Das heißt, ich gehe in mehrere Geschäfte Punkte sammeln und löse es dann einfach überall ein, wo ich es brauche. Gut, jetzt sind wir beim Interspar. Ich habe dann schon voll viel tolle Nachrichten von euch gekriegt. Gell? Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr mir schreibt, dass euch das taugt, was ich da mache. Mir taugt es nämlich voll. Mir taugt es nämlich auch. Drama, Baby. Gimme Drama. Das müsste da unten wer so aufblasen. Genau. Und der Interspar hat mir schon geschrieben. Wer hat mir noch geschrieben? Der Pennymark, glaube ich, was? Und nur irgendwer, dass ich sich voll bedanken dafür. Und es haben auch viele von euch geschrieben. Jetzt hat sich erst heute wieder eine gemeldet, wo es denn diesen trennbaren Raclette-Griller gibt. Ich habe gleich noch das ganze Video geschickt. Ich habe es ja dann auch nicht mehr gewusst. Aber sie kann sich jetzt dieses 11-Minuten-Video anschauen daheim und dann weiß es, wo es diesen getrennteilbaren Raclette-Griller gibt. So, schaut her, nicht nur der Maxi-Markt, sondern auch Spar, Eurospar und Interspar gibt es wieder Aufkleber, wo man es aussuchen kann, auf welche Artikel man 25% haben möchte. Und natürlich, auf welche Artikel legt man es? Auf die billigen oder auf die teuren? Genau, auf die teuren. Auf die teuren unbedingt drauf, da zahlen sie dann die 25% aus. So schaut es mal her. Der Interspar fängt da vorne gleich mal mit Silvester an. Voll gescheit. Und wieder Maximarkt hinten mit der Unterwäsche. Ah, herrlich. Kennt sich nur an diese Quellekataloge erinnern? Hey, vielleicht kriege ich irgendwo so einen Quellekatalog aus, weiß nicht, 1987. Das würde man da mal echt den sagen. Oder hol ich vielleicht noch einen Quellekatalog? Oder gibt es den überhaupt noch? Hey, wenn wer vielleicht so einen Quellekatalog hat, könnt ihr mir den bitte zuschicken? Ich möchte euch den auch so professionell vorstellen. Das war Wahnsinn. Oh, ja genau, wir haben vorhin am Raclette-Grill. Ich habe euch letztens ja gesagt, dass es diesen Raclette-Käse gibt und... Den gibt es aber im Interspar, Schatz. Warte mal, so. Ja. Und der ist verdammt gut. Ich mache das sogar bei mir in der Heißluftfritteuse. Ich schneide mein Brot auf, lege den Raclette-Käse drauf, ein in die Heißluftfritteuse und 3-4 Minuten. Stinkt, aber sehr gut. Was haben wir denn da? Schauen wir mal. Oh ja, ja, kleiner Klopfer. Übrigens, die anderen haben das Bier gesetzt und wie ich gerade sehe. Moment, was haben wir da gesagt zuerst? Gösser? Gösserkiste? Ah, die werde jetzt nicht aus. Oh, warte doch, da. Pennymarkt. Eine 5-Liter Dose Gösser Merzen in der Dose. 59 Cent, der 05. Ich darf jetzt mal das vergleichen. Pennymarkt in der Dose ist Gösser Merzen, Naturradler oder Naturgold oder alkoholfrei eben. In der 0,5 Liter Dose kostet 59 Cent. Und jetzt hier, Interspar. Na super, jetzt können wir es ausrechnen. Na, da steht's. 6 mal 20 mal, also auch 0,5 Liter Flasche, kostet der 0,5 Liter 69 Cent. Das heißt, in der Dose beim Pennymarkt kostet es Gösser
59 Cent. Und beim Interspar in der Flasche 10 Cent mehr. Na siehst du, ich hoffe, ich habe euch damit schon geholfen. Was haben wir denn noch? Die kleinen Klopfer wollte ich jetzt sagen. Man, das sind solche... Ma, das ist ein Wahnsinn. Kennt sich das nur beim Furk erinnern? Aufgeschraubt, auf den Nasen, gluck, gluck. Die waren sehr gut, aber so eine Knalle. Schauen aus wie Kindergetränke, wie auf den Kindergeburtstag von der 5-Jährigen. Aber die fahren ein. Ah ja, übrigens, Interspar hat auch diese harten Getränke drin. Metaxa, Wodka, Bacardi, Jim Beam, Breezer. Hey, wisst ihr denn, was mir das erinnert? Schaut mal. Oh, Moment, hier. Die Breezer-Flaschen da. Kennt sich hier nur an das Hutsch erinnern? Rest auf Eis ist eh drauf, ja, das kennen wir. Aber kennt sich an das Hutsch nur erinnern? Ich glaube, das war Bier mit irgendwas Scharfem drin. Hä, aber das habe ich getrunken. Und es war ein Traum. Es hat Hutsch, Zitrone und Orange gegeben. Ich habe es letztens auch schon gegoogelt, ob es das noch mal gibt irgendwo. Ich brauche jetzt keinen Alkohol, aber wisst ihr, was meine? Man muss ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Und es gibt's so nimmer. Es gibt's noch, aber auf dem österreichischen Markt habe ich es noch nicht gefunden. Ich glaube, es war ein Artikel auf Englisch sogar. Genau, Eiswürfelmaschine, ja gut, Eiswürfelmaschine, ich weiß es nicht, wenn man Platz hat, gell, kann man sich Eiswürfelmaschine auch tun. Ah, siehst du, oh, witzig, es ist lustig. Ich schaue mir das ja vorher nicht an, ich mache das mit euch live 1:1. Birgit, wenn du das jetzt siehst, hier, Interspar hat den teilbaren Raclette-Griller. Simpex Basic Raclette Vario Flex 59,90 für bis zu 8 Personen. Super, das gefreut mich. Also Birgit, oder für alle, die nachher schon gesucht haben, diesen teilbaren gibt es jetzt bei Interspar. Alles da, da, da. Und wenn wir schon dort sind, Unterhosen, Socken. Schaut eh nicht. Meistens haben wir eh Socken an, was schon richtig durchschimmert. Jetzt hätte ich gesagt, durchschimmert. wenn wir schon beim Interspar waren, ihr wisst, der Spar ist der kleine Bruder. Wir haben da auch wieder einen Pickerl zum Selbstaufkleben. Spar ist der kleine Bruder, die kleine Schwester vom großen Interspar. Und dazwischen gibt es den Eurospar. Okay, Fleisch muss ich jetzt nicht haben, da blättert ihr mal drüber. 1+1 gratis für was? Porto Leone Prosecco Spumante. Spumante Italien Venetien. Eine Flasche 9,99 ab zwei Flaschen 4,99. Naja, zum Ausstoßen Mitternacht, Pam. Jeder mit seiner eigenen Flasche. Wer braucht ein Glasl? Bei dem Preis kannst du es aus der Flasche gleich trinken. Na, aber 1+1 gratis. Das ist schon wichtig, dass man jetzt einfach ein bisschen schaut. Bei Einkaufen gehen wir jetzt sowieso. Ah, Raclette-Käse, Fondue-Käse. Unterschied. Gibt es einen Unterschied? So. Hier haben wir diese Gösser-Kiste schon wieder. Zuerst war es Pennymarkt. Pennymarkt, Maximarkt. Moment. Maximarkt auch. 65 Cent. Was haben wir gehabt? 69 Cent, 65 Cent und 59 Cent. Da weiß der Pennymarkt der billigere, hat zwar in der Dose, nicht in der Flasche, aber hier beim Spar 69 Cent. Also wieder Interspar, 69 Cent auch beim Spar. Die Gösser, sage ich natürlich, Gösser-Kiste. Pennymarkt in der Dose ist dabei federführend. Obwohl, ja, wenn man sagt 10 Cent, fahre ich jetzt extra zum Pennymarkt oder fahre jetzt extra zum Interspar, der Maximarkt, deswegen, das kann man ja Gott sei Dank selber nur entscheiden. Ja, was beim Spar gibt, gibt es eh beim Interspar, das wissen wir so, der Lidl. Ich weiß nicht wieso, aber zum Lidl zieht es mich nicht rein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, geht wer von euch zum Lidl? Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile schon bei 16 Minuten und wir haben die ganzen Möbelprospekte noch nicht durch. Es ist auch Wahnsinn. Ja, aber das Weihnachtsgeld ist da, ihr wisst's. Und gleich auf der ersten Seite vom Lidl Werbung fürs Raclette. Oh, Moment. Unsere Erde zuliebe erweitern wir unser klimafreundliches Sortiment. Jetzt könnten es mal vielleicht doch sympathisch werden. Wir steigern unser veganes Angebot Ende 2005 bis Ende 2025 auf 400 Produkte. Moment. Vegan? Was? Vegane Fischstäbchen, vegane Schokolade, vegane Schnitzel, vegane Knusperecken, vegane Steinofenpizza, Typ Salami.
Veganes Gyros? Okay, vegan, so weit bin ich ja eh nicht. Veganer Käse. Hallo? Es gibt bald keinen Grund mehr, aber Fleisch essen. Ich sage immer, das Gewürz macht's. Da kannst du Baumrinde auch essen. Bin aufgekocht. Gut würzen, schmeckt auch. Weil die Basis selber Fleisch, so ohne Öl, ohne Salz oder irgendwas. Ja. Okay, Fisch, Fleisch. Waschmittel, was? Nein, ich weiß nicht, warum mir das nicht anstrengt. Weil ich würde sicher wert hingehen zum Lidl. Aber wenn wir das anschauen. Genau. Haushaltsprodukte für den Mann. Bitte sehr. Ein paar Knieschoner. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Kinder, das ist ja fast schon wie. Ich bin Quelle. Was da gut war. Ist das herrlich? Ein LED-WC-Licht. Das ist aber jetzt kein. Das ist jetzt nicht das Licht, was an der Decke hängt oder an der Wand, sondern das ist das Licht fürs Klo, selber, für die Muschel. Zeige ich. Mit Licht- und Bewegungssensor aktiviert sich nur bei Dunkelheit, schaltet sich nach ca. 120 Sekunden wieder ab. 8 verschiedene Farben im Wechsel oder als Dauerlicht. Einfaches Einhängen in allen handelsüblichen WCs. Je 4,99 €. Bitte. Einmal beleuchtetes Klo, obwohl. Ich drehe ja selten ein Licht davon, läuft Nacht aufs Klo gehen. Mal mich dann hinsetzen, leid. Ah, das Mutterschiff. Das ist am Klo. Okay, Sportgeräte, da denkt schon wieder wer an die Frühling- und Sommerfigur. Beim Lidl. Ja, Lidl. So, wo ist denn das Bier? Jetzt hat sich herauskristallisiert, wir sollten uns aufs Bier konzentrieren. Denn das war jetzt überall drinnen, das Gösser. Wahrscheinlich jetzt beim Lidl nicht. Gell? Lidl gehört nicht zu dieser Marke. Oh, Moment einmal. Da sind ja schon über 180 vegane Produkte. Okay. Burger Patty, Schnitzel, Fischstäbchen, Nuggets. Ich kenne die vom Hofer, die sind auch voll gut. Also der Hofer hat auch die beste vegane oder vegetarische Extrawurst. Und wenn eine Pizza, vegetarische oder vegane Pizza noch Salami schmeckt, also aber auf vegetarische Art und Weise. Das war wieder mal ein Klassiker. Weil ich muss euch sagen, ich habe alle Wurstsorten, die es vegetarisch oder vegan gibt, schon ausprobiert. Mit Gurken, pikant, mit Chili. Aber die Salami-Wurst, der ist so grauslich. Egal, wo du das probierst, das hat noch keinen hingebracht. Also, wenn ihr mir mal sagt, wenn ihr Freude machen wollt, besorgt mir doch mal so eine Salami-Wurst. Schokolade, Kakao. Kein Bier, schaut auch nicht. Und ich muss sagen, die Zeitung war sowieso, also dieses Prospekt war wirklich, ich glaube, ohne Alkohol. Klasse. Schön, dass wer auf diesen Wert legt. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Pause. Es sind 21 Minuten, die schon die Prospekte zahlen, es sind nur die Lebensmittel gewesen. Ja, also, wir hören und sehen uns nachher nochmal.